willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Patriotisches Herz. Heute soll es um ein Thema gehen, das eine kleine Vorgeschichte hat. Vor einiger Zeit, oder vor ein, zwei Wochen genauer gesagt, hat jemand bei Instagram, den ich eine Zeit lang als einen Freund geschätzt habe, mich persönlich, aber auch Patriotisches Herz im Allgemeinen ziemlich angegriffen. Unter anderem war da von die Rede, dass ich A, kein gutes Vorbild für die patriotische Szene sei und B, sogar Talente regelrecht, Zitat, verboomern würde. Eigentlich ist diese Person es nicht wert, dass man weiter über sie redet. Deshalb werde ich den Namen auch nicht nennen. Es wissen eh die meisten, wer das ist. Aber darum soll es gar nicht in erster Linie gehen. Worum es gehen soll, ist, dass im Prinzip mir ja da gesagt wurde, ich sei kein gutes Vorbild für die patriotische Szene und ich sei kein guter Patriot. Es scheint so zu sein, dass in der patriotischen Szene, und das nicht nur bei mir, Anna bekommt das auch ganz oft ab, es so ist, dass ein Streit entstanden ist, wie ein Patriot sein sollte. Ja? Ich habe zum Beispiel zuletzt einen Kommentar gelesen über AfD Anna, da hieß es, AfD Anna solle nicht in unserer Szene sein, sie passe nicht dazu. Ja, so ungefähr war der Wortlaut. Was ich persönlich ehrlich gesagt ziemlich beknackt finde, sowas zu sagen. Aber gut, scheinbar gibt es diese Diskussion, wie sollte ein Patriot sein? Und deshalb würde ich so ein bisschen da meine Einschätzung mal dazu geben. Zunächst einmal muss man vielleicht verstehen, dass es ganz viele verschiedene Formen von Patrioten gibt. Es gibt diese sehr angepasste Variante, jetzt zum Beispiel Blaue Ente, ja, der seine Memes rausbringt, die meiner Meinung nach größtenteils relativ langweilig sind. Also wenn man sich schon patriotische Memes anguckt, dann bitte den rechten Rabauken, der ist etwa 1,5 Milliarden Mal besser. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Blaue Ente ist halt eben sehr angepasst. Er ist so der Typ, wo man denkt, wenn er AfD-Vorsitzender wäre, dann wären Koalitionen sehr realistisch. Was ja nicht grundsätzlich schlecht ist, aber er verkauft einfach unsere Werte in meinen Augen. Ja? Sehr liberal, sehr FDP-freundlich. Mir persönlich halt eben ein bisschen too much. Was man ihm natürlich positiv anrechnen kann, ist, dass er sehr sachlich ist, dass er für viele, glaube ich, auch relativ vertrauenswürdig wirkt und dass er es halt geschafft hat, eine halbwegs vernünftige Anhängerschaft hinter sich zu vereinen. Ja, das kann man ihm sicherlich positiv auslegen. Ich will jetzt auch nicht hier den kompletten Hate machen gegen ihn. Jeder weiß, dass Blaue Ente und ich uns nicht mögen. Er labert unglaublich viel Scheiße, aber gut, lassen wir das mal an Seite. Und dann gibt es Leute wie zum Beispiel AfD Anna. Bei AfD Anna ist es so, viele stören sich an ihr, weil sie lesbisch ist, was sie ja selber in ihrem Insta-Post auch zugibt. Oder was heißt Insta-Post? In ihrem Insta-Profil, genau so ist richtig. Weil sie relativ rebellisch ist. Sie zeigt in einem Bild zeigt sie den Mittelfinger und hat dabei eine Zigarette im Mund. Daran haben sich auch sehr, sehr viele Leute gestört. Ich persönlich finde das nicht so schlecht. Es ist halt eben so jemand, der etwas direkter ist, etwas mutiger ist, halt eben auch ein bisschen dieses Rebellische verkörpert. Und meine persönliche Meinung ist, warum muss eine 16-Jährige komplett angepasst sein? Mir persönlich sagt das jetzt mehr zu als dieser langweilige Stil, meiner Meinung nach langweilige Stil von Blaue Ente zum Beispiel. Da finde ich Anna dann echt wirklich erfrischend anders. Gefällt mir relativ gut ihre Seite. Natürlich kann man immer über das eine oder andere streiten. Man kann immer sagen, das war jetzt vielleicht der eine zu viel oder das war der eine zu wenig. Kann man immer drüber streiten. Ja. Und dann gibt es Leute wie mich, die relativ
emotional sind, die auch klar ihre Meinung sagen, die auch mal lauter werden, die sich auch mal aufregen, aber denen du zu jeder Sekunde anmerkst, die wollen das. Die wollen was für dieses Land tun. Die sind da mit ganzem Herzen dabei. Das ist ja einer der Vorwürfe, den ich diesen ruhigeren Accounts mache, ja. Ich habe da nie so das Gefühl, dass da so diese hundertprozentige Hingabe ist. Also da ist vielleicht so ein bisschen, ja, wir machen mal ein paar Memes, wir wählen schon die AfD, aber so richtig, ja, diese Leidenschaft, die fehlt mir einfach dafür. Dieses für die Sache brennen, das fehlt mir persönlich, ja. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich bin sicherlich jemand, der auch mal sich in einem Ton äußert, der nicht jeden schön ist. Ja? Ich sage auch mal Dinge, die ein bisschen hart sind, wobei ich jetzt auch nicht finde, dass ich es komplett übertreibe. Also ich glaube schon, dass ich noch auf einem vernünftigen und gutem Niveau mich artikulieren kann. Aber ich bin natürlich deutlich emotionaler als andere Leute. Ja? Letztlich kriegst du immer wieder von anderen Leuten Vorwürfe, wie du sein solltest. Ja? Anna zum Beispiel wurde gestern in einem Livestream vorgeworfen, also mit gestern meine ich am Donnerstag, ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, wann dieses Video rauskommt, dass sie Pepsi getrunken hat. Das ist nicht patriotisch, das sei ja nicht patriotisch. So ein Schwachsinn. Also sie hat einfach einen Schluck aus einer Pepsi-Flasche genommen und dann haben die Leute gesagt, oh, das darfst du nicht, du darfst nur deutsche Sachen trinken. So ein Scheiß, ehrlich, kann ich mich richtig drüber aufregen. Mir wird gerne vorgeworfen, dass ich übergewichtig bin, was auch der Tatsache entspricht. Ja. Ich bin 1,80 groß circa und wiege etwas über 100 Kilo. Ja, ich habe etwas Übergewicht, dagegen lässt sich nichts sagen. Das ist nun mal leider Fakt. Allerdings sind die Darstellungen dann auch teilweise echt lächerlich. Es gibt zum Beispiel einen Kanal, der ein Video erstellt hat, wo ich angeblich versuche, schwebende Hamburger zu fressen und sehr, sehr lächerlich, ja. Muss nicht sein, stört mich jetzt auch nicht großartig, aber ne, das ist es halt. Da gibt es Leute, die mir sagen, ich darf nur dann Patriot sein, wenn ich jetzt halt eben durchtrainiert bin, arisch aussehe. Ja, finde ich persönlich Unsinn, aber es gibt Leute, die so denken. So. Das ist das andere. Meiner persönlichen Meinung nach gibt es den einen Idealpatrioten gar nicht. Ja? Das gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? Weil Geschmäcker sehr verschieden sind. Ja? Es wird den Patrioten geben, der sich bei Ente total wohlfühlt, weil er diesen ruhigen, sachlichen Ton braucht. Ja? Wobei Ente auch nur in seinen Posts sachlich ist. Wenn er mit anderen diskutiert, fällt ihm nicht viel mehr ein als okay, Boomer. Aber gut, den musste ich jetzt kurz noch bringen. Es wird Leute geben, die finden Annas Stil am besten, ja? Wo das so ein bisschen gemischt ist. So ein bisschen dieses Rebellische rauskommt, jung, erfrischend. Und es wird Leute geben, die dieses Emotionale mögen, so wie ich das habe. Es ist halt eben eine schwierige Sache. Es ist Geschmackssache im Prinzip. Ja? Ich persönlich hoffe, dass sich viele Leute dafür interessieren, was ich mache oder was wir machen von Patriotisches Herz. Es ist aber auch legitim, andere Meinungen zu vertreten. Wir sollten allerdings schon ein bisschen aufhören mit wirklichen Unsinn, wie zum Beispiel halt eben das bei Anna, von wegen, es ist jetzt nicht patriotisch, Pepsi zu trinken. Also Leute, entspannt euch, entspannt euch. Das halte ich einfach für kompletten Bullshit. Man muss nicht den ganzen Tag nur deutsche Produkte konsumieren. Ja? Wir sind Patrioten, wir stehen für dieses Land, wir reißen uns dafür den Arsch auf. Und dann dürfen wir auch mal eine Pepsi trinken oder in meinem Fall eine Pizza essen oder whatever. So, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Das war meine Meinung zum Thema Idealpatriot. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Ich bin da wirklich sehr interessiert an euren Meinungen. Welcher Typ Patriot ist für euch der Ideale? Was persönlich muss ein Patriot eurer Meinung nach verkörpern? Wie seht ihr das? Ja? Sagt es mir. Schreibt eure Meinung
und schreibt auch die Eigenschaften, die ihr von einem Patrioten erwartet. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich bin der Flo, ich bin raus für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hier schlägt das Herz des Patriotismus, das wisst ihr. Abonniert den Kanal, teilt das Video, kommt in die Gruppen und ciao.